Technik, eine Wesenheit, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkle zu treiben und ewig zu binden. Derzeit wird viel darüber diskutiert, ob der Mensch mit Gentechnik und KI eine Technik erschaffen hat, die er nicht mehr kontrolliert, die außer Kontrolle gerät. Aber ist das wirklich so? Hat der Mensch bisher die Technik beherrscht? Nein. Ich will hier nicht von einzelnen katastrophalen Auswirkungen der Technik reden, von Staudammprojekten, die zu Ökokatastrophen geführt haben, oder von der Atombombe. Nein. Ich erlaube mir hingegen, die Frage zu stellen, ob nicht grundsätzlich nicht der Mensch die Technik beherrscht, sondern die Technik den Menschen. Eine der ersten Techniken, die der Mensch erlernt hat, war die Landwirtschaft. Man spricht von neolithischer Revolution. Bis dahin streiften die Menschen als Sammler und Jäger durch die Welt. Jetzt begannen die Menschen sesshaft zu werden. Sie fingen an, ihre Umwelt zu beherrschen. Sie rodeten Wälder, bauten Häuser. Der Mensch als Herrscher über seine Umwelt? Doch hat sich der Mensch hier wirklich zum Herrscher aufgezwungen? Oder wurde er selbst zum Beherrschten? Die neue Technik zwang ihn nun, seine bisherige Lebensweise aufzugeben. Sie mussten statt durch Täler und über Berge zu schreiten, sich auf den Boden knien und mühselig Korn für Korn in die Erde stecken. Freilich, später wurde es leichter und sie mussten ja nicht wirklich. Sie hätten ja eigentlich auch genauso gut Jäger bleiben können. Aber es waren einfach die ökonomischen Zwänge. Und es war ja ein ganz guter Tausch. Ein Morgenland, auf dem Ackerwirtschaft betrieben wird, ernährt einfach mehr Menschen als ein Morgenland, auf dem gejagt wird. Man unterwarf sich ja freiwillig dieser Logik. Aber man unterwarf sich. Dies ließe sich nun für viele weitere Siege der Technik durchdeklinieren. Man entwickelte das Handwerk und verließ das freie Land zugunsten der steinernen Wüsten der Städte. Man entwickelte die Industrie und löste die Gemeinschaften, wie sie noch in den Zünften bestanden, auf, um eine gesichtslose Masse in den Fabriken zu werden. Und während Jäger, Bauern und Handwerker noch den Sinn in ihrem Tun sahen, so unterwarf sich der Arbeiter dem Diktat der Technik. Nur für das Ansammeln bedruckten Papieres, das er dann gegen lebensnotwendige Güter eintauschen konnte. Und stets geschah dies freiwillig. Stets gab es gute Gründe, sich zu unterwerfen. Und auch wenn es jetzt darum geht, die Essenz des Lebens, den Code des Menschen, seine Gensequenzen der Technik darzubieten, geschieht dies mit Gutem.
guten Gründen. Menschen werden länger leben. Menschen werden besser leben. Der Handel ist wieder eine Win-Win-Situation. Oder? Natürlich haben Dinge wie Feuer oder Wind, Bäume oder Steine keinen eigenen Willen, das oder jenes zu tun. Der Wind bläst nicht, um das Dach eines Hauses abzudecken oder eine Windmühle anzutreiben. Er bläst, weil es sein Wesen ist. Und die Technik, das Wesen der Technik, das Wesen der Technik ist es, sich selbst zu verbessern. Aus dem Ochsenfuhrwerk wurde die Benzinkutsche, aus der Strohhütte der Wolkenkratzer. Alles unbewusst natürlich. Und jetzt wird aus dem Rechenschieber die künstliche Intelligenz. Die Technik wird sich ihrer selbst bewusst. Herzlichen Glückwunsch. Geschrieben an einem Computer, stoßt uns. Wir wollen fallen.